Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um Astronauten. Viel Spaß! Ganz frisch wurde Matthias Maurer als ESA-Astronaut nachnominiert und wird vermutlich mit einem SpaceX Crew Dragon und Crew 3 im Herbst 2021 zur ISS aufbrechen. Wir wollen uns heute anschauen, welche bemerkenswerten Rekorde in fast 70 Jahren Raumfahrt aufgestellt wurden. Dabei sind wir natürlich auch auf die Rekorde der deutschen Astronauten gespannt. Weißt du zum Beispiel auswendig, wie viele Frauen Deutschland in den Weltraum geschickt hat? In der heutigen Folge stelle ich dir einige der bemerkenswertesten Fakten von Kosmonauten und Astronauten vor. Das geht vom ersten Menschen im Weltraum über die schnellsten Menschen bis zu den ersten Toten im Weltraum. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik verpassen möchtest, abonniere doch gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich benutze hier mal die Ansprache von Felix von What About It. Das mit den Likes, das soll jetzt kein Betteln um Aufmerksamkeit sein, sondern ist für uns YouTuber super wichtig, damit YouTube weiß, dass dir ein Video gefällt und es so mehr Menschen vorschlägt, denen es potenziell auch gefällt. Ja, und wenn dir das Video mal nicht gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du unter dem Video Verbesserungsvorschläge schreibst. Auf dieser Karte sieht man alle Länder, die schon einen Menschen ins All geschickt haben. An dieser Stelle möchte ich ein bisschen Werbung für Wikipedia machen. Ja, ich weiß, in der Schule und in der wissenschaftlichen Arbeit darf man Wikipedia nicht als Quelle verwenden. Kein guter Stil. Und ja, tendenziell kann da jeder etwas schreiben und ja, so gibt es bestimmt auch Artikel, die Müll sind. Aber kein anderes Medium erlaubt es, so gut Wissen zu vernetzen und über Querverweise sehr schnell sehr viel über ein Thema zu erfahren. Stell dir genau das mal gedruckt vor und du müsstest dir erstmal die Literatur besorgen und dann die Seiten suchen, auf denen das steht, auf das verwiesen wurde. Das ist für den Alltagsgebrauch eigentlich völlig untauglich. Viele meiner Quellen sind von Wikipedia und ja, die werden von mir jetzt nicht extra nochmal gecheckt. Das kann ich jetzt nicht leisten. Daher auch an dieser Stelle, wenn du mal Fehler findest, mach mich bitte darauf aufmerksam. Vielleicht kannst du auch helfen, Wikipedia noch besser zu machen. Entweder, wenn dir das Spaß bringt, aktiv durch deine Mitarbeit oder wie ich passiv durch Spenden an Wikipedia. Ich bin fest davon überzeugt, dass Wikipedia für nachkommende Generationen mal als ein Weltkulturerbe gilt. Und wenn nicht, dann bin ich immer noch der festen Meinung, dass das passieren sollte. Und wem Wikipedia noch nicht reicht, der kann sich inzwischen auch immer mehr Wissen kostenlos erklären lassen. Zum Beispiel bei der Khan Academy. Solche zum Teil richtig guten, kostenlosen Quellen für Wissen, die nehmen immer mehr zu. Ein freier Zugang zu Wissen und eine komfortable Form, das Wissen zu verknüpfen, sind die größten Errungenschaften der Menschheit. Und ein Hauptgrund dafür, warum sich unser Wissen und die Technologie und die Gesellschaft so schnell entwickeln. Und egal, was dir dein Newsfeed sagt, vermutlich auch deshalb ging es der Menschheit als Ganzes noch nie so gut wie heute. Das war jetzt übrigens keine bezahlte Werbung, ich bekomme dafür kein Geld, sondern ist einfach meine Überzeugung. Aber zurück zu der Karte. 41 Nationen haben für die Menschheit Menschen ins All geschickt. Dabei kamen 94% aus den USA, Russland, Japan, Deutschland, China, Frankreich, Kanada und Italien. Mit 61% aller Menschen im All dominieren die US-Amerikaner diese Statistik. Mit weitem Abstand auf Platz 2 kommen mit 21% die Russen bzw. ehemals Sowjetunion. Immerhin 2% aller Menschen im All waren Deutsche. Denn Deutschland hat schon 11 Astronauten mit Hilfe US-amerikanischer und russischer Raketen ins All geschickt. So waren während die Helden meiner Klassenkameraden in den 90er Jahren Andi Möller und Lothar Matthäus hießen, meine Kindheitshelden die deutschen Astronauten Thomas Reiter und Ulrich Walter. Thomas Reiter war übrigens der erste Deutsche, der einen Außeneinsatz an der ISS hatte. Außeneinsätze kürzen die Amis mit EVA ab, was für Extravehicular Activity steht. Aber fangen wir mal von vorne an. Wer war der erste Mensch im All? Natürlich, Juri Gagarin umkreiste am 12. April 1961 mit Vostok 1 als erster Mensch die Erde. Direkt der Folgeflug von Vostok 2 stellt gleich einen weiteren bis heute gültigen Rekord für den jüngsten Menschen im All auf. German Titov war am 6. August 1961 bei seinem Flug von Vostok 2 gerade mal 25 Jahre alt. German Titov war der Ersatzmann für Gagarin für den Vostok 1 Flug und wäre so also fast der erste Mensch im All geworden. Immerhin war er aber der erste Mensch, der ein Raumfahrzeug im Flug per Hand manövrierte. Und ihm wurde der zweifelhafte Ruhm zuteil, der erste Mensch mit der Raumkrankheit gewesen zu sein. Und so musste er sich während seines Fluges mehrfach erbrechen. Die Raumkrankheit trifft übrigens etwa die Hälfte aller Raumfahrer und hat schon für die eine oder andere gefährliche, aber auch unterhaltsame Szene gesorgt. So nutzte Frank Borman, der Commander von Apollo 8, über die Mission, die sprechen wir gleich auch noch, die Gelegenheit, um in bis dahin einmaliger Weite zur Erde die 6,2 Kubikmeter der letzten namenlosen Apollo-Kapsel mit halbverdautem neu zu tapezieren. Soweit nur Männer, aber wer war die erste Frau im All?
Das war am 16. Juni 1963 Valentina Tereshkova. Sie ist auch die einzige Frau, die allein im Weltraum war. Tereshkova ist darüber hinaus auch mit 26 Jahren bis heute die jüngste Frau im Weltraum. Okay, wann denkst du, ist in der westlichen Welt die erste Frau in den Weltraum gestartet? Erst 20 Jahre später ist mit Sally Riley die erste Amerikanerin in den Weltraum geflogen. Sally Riley hat sich auch nachträglich geoutet und ist so vermutlich die erste Vertreterin der LGBT-Bewegung. Aber das sind die Amerikaner. Wir Deutschen haben ja die Geschlechtergleichberechtigung doch schon länger verinheimlicht, oder? Ja, wann war die erste Deutsche im All? Die gab's noch nicht. Bis zum heutigen Tage war noch keine deutsche Astronautin im All. Ja, aber zum Glück ändern sich ja die Zeiten und ja. Wie viele deutsche Frauen sind aktuell im ESA-Astronautenkader? Auch keine einzige. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das schon allerhand. Von insgesamt 11 deutschen Astronauten gab es keine einzige Frau und es ist auch derzeit keine geplant. Erst die privat finanzierte Initiative von Die Astronauten wird hoffentlich 2021 die erste Deutsche zur ISS bringen. Auch dass das privat finanziert werden muss, ist eigentlich ein Skandal. Die erste Frau, die einen Außenbordeinsatz absolvierte, war übrigens am 25. Juli 1984 Svetlana Savitskaya. Die erste EVA überhaupt gelang am 18. März 1965 Alexei Lenov während des Fluges von Wochor 2. Der Flug von Wochor 2 ist auch Basis für den Film Spacewalker, einem meiner liebsten Astronautenfilme. Bisschen irreführend, denn bei den Russen heißt es ja Kosmonaut, nicht wie bei den Amis Astronaut. Wenn man bedenkt, dass nicht nur der Ausstieg ein filmreifer Thriller war, sondern auch die Landung und Bergung, ja, dann liegt es eigentlich nur nahe, daraus so einen coolen Film zu machen. Die ersten Menschen, die den Einfluss der Erde zugunsten eines anderen Himmelskörpers wirklich verlassen haben, das war die Crew von Apollo 8. Die feierten ihr Weihnachtsfest 1968 im Mondorbit. Fun Fact, die NASA wurde nach diesem Flug verklagt, weil die Crew während des Fluges am Heiligen Abend aus der Bibel vorgelesen hatte. Back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. Die Lesung in der Mondumlaufbahn aus der Schöpfungsgeschichte wurde von etwa 1 Milliarde Menschen weltweit im Fernsehen gesehen. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light. Day was good, and God divided the light from the darkness. Die Klage wurde zwar abgewiesen, aber von nun an wies die NASA ihre Astronauten an, Religionsausübung nicht öffentlich zu machen. Die schnellsten Menschen waren übrigens bis zum heutigen Tage die Crew von Apollo 10. Deren relative Geschwindigkeit zur Erde betrug ziemlich genau 40.000 km/h. Das ist theoretisch schnell genug, um in einer Stunde einmal um die Erde zu fliegen. Warum so ein Flug nur theoretisch geht, das erkläre ich mal in einem Video über Orbitalmechanik. Erster Mensch auf dem Mond war natürlich am 20. Juli 1969 Neil Armstrong mit Apollo 11. Mit ihm als zweiten Mann auf dem Mond war Buzz Aldrin. Der feierte übrigens aufgrund der eben erwähnten Klage wegen Vermischung von Politik und Religion die Heilige Kommunion heimlich auf dem Mond, was erst viele Jahre später öffentlich wurde. Der dritte Mann im Bunde war Michael Collins, der während dieser bedeutenden ersten Mondlandung in der Kommandokapsel um den Mond kreiste. Damit war Collins vermutlich rein räumlich einer der einsamsten Menschen aller Zeiten. Diese merkwürdige und irgendwie auch tragische Rolle wurde später noch den Astronauten Gordon, Ruser, Warden, Mattingly und Evans zuteil. Alle 6 begleiteten Astronauten zu deren Mondlandung bekamen aber nie die Chance, den Mond selbst zu betreten. Aber im Tragischen liegt manchmal auch Potenzial zum Komischen. Was machte Michael Collins nach der Rückkehr, als Apollo 11 von Präsident Nixon im Weißen Haus mit Orden ausgezeichnet wurde? Ja, er umkreiste während der Zeremonie mit dem Auto den Block und fuhr Armstrong und Aldrin danach wieder ins Hotel. Und jetzt wird es interessant. Apollo 13 hält bis heute den Rekord für den größten Abstand zur Erde. Denn Apollo 13 war am 15. April 1970 400.000 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt. Zum Vergleich, während Apollo 11 die Mondoberfläche nur mit maximal 120 Kilometer Abstand überflog, waren es während Apollo 13 aufgrund der freien Rückkehrbahn 254 Kilometer. Warum Apollo 13 nie auf dem Mond gelandet ist und weitere Details zu der Mission erkläre ich dir in meinem Video hier. Jim Lovell, der Kommandant von Apollo 13, ist auch die einzige Person, die zweimal zum Mond geflogen ist, ohne zu landen. Ja, einen traurigen Rekord hält die Crew von Soyuz 11. Die 3 Kosmonauten Dobrovolsky, Patsayev und Volkov sind die einzigen Menschen, die im Weltraum, also oberhalb der Kármán-Linie, die mit 100 Kilometern die offizielle Grenze zum Weltraum beschreibt, gestorben. Ein fehlerhaftes Ventil sorgte für einen Druckabfall in der Rückkehrkapsel, was zum Erstickungstod aller 3 Kosmonauten führte.
Der erste Deutsche im All war übrigens Sigmund Jähn, der am 26. August 1978 mit Sojus 31 für die DDR ins All flog. Er brachte auch das erste Sandmännchen ins All und produzierte damit einen kleinen LGBT-Skandal. Weil er im Filmmaterial scherzhaft das Sandmännchen mit dem russischen Maskottchen Mischa den Bären verheiratete, entschieden die Sowjets, das Material nicht zu veröffentlichen. Die längste Zeit verbrachte Valery Polyakov mit insgesamt 678 Tagen im Weltraum, wobei er auch den Rekord für den längsten Einzelaufenthalt mit 437 Tagen am Stück hält. Die längste gesamte Aufenthaltsdauer im Weltraum eines Deutschen wird von Alexander Gerst, unserem Astro-Alex, mit insgesamt 362 Tagen gehalten. Der älteste Mensch im All ist der leider 2016 verstorbene John Glenn, der 1998 als 77-Jähriger mit dem Space Shuttle nochmal ins All flog. Er war schon 1961 mit einer Mercury-Kapsel ins All geflogen und war somit der erste Amerikaner, der die Erde auf einem Orbit umrundet hatte. Den ersten Touristen, der also für seinen Flug selbst zahlte, war am 28. April 2001 Dennis Tito. Fanden die Amerikaner übrigens gar nicht witzig und so musste er während seines Aufenthalts im russischen Teil bleiben, beziehungsweise durfte sich nur in Begleitung in den amerikanischen Teil begeben. Angeblich soll Tito 20 Millionen Dollar für seinen Flug zur ISS gezahlt haben. Ein Schnäppchen, wenn man bedenkt, dass die NASA im Vergleich zuletzt zwischen 80 und 90 Millionen Dollar an Roskosmos für einen Flug zur ISS zahlen musste. Die erste Touristin war am 18. September 2006 die im Iran geborene Amerikanerin Anousheh Ansari. Wie andere Weltraumtouristen auch führte sie Experimente durch und überzeugte so durch ihre Professionalität einen ihrer Missionskollegen davon, dass ja, Weltraumtourismus nicht unbedingt schlecht sein muss. Der erste Clown im Orbit war übrigens der Cirque du Soleil-Gründer La Liberté, der 35 Millionen Dollar für seinen Flug bezahlen musste. Da sagt nochmal einer mittelloser Künstler. Und dann haben wir natürlich die ersten kommerziell in einen Orbit gebrachten Menschen, Doug Hurley und Bob Behnken, die am 30. Mai 2020 mit der Crew Dragon von SpaceX zur ISS flogen. Der Start verlief bis auf eine Verschiebung um 2 Tage wegen schlechten Wetters reibungslos. Ebenso die Landung 2 Monate später. Und dieses Jahr wird es dann mit den ersten privaten Crew Dragon Flügen die ersten Touristenflüge mit gleich mehreren Space Tourists geben. Wenn du 55 Millionen Dollar übrig hast, kannst du dir einen 10-Tage-Aufenthalt auf der ISS gönnen. Einer dieser Touristen ist Tom Cruise. Tom Cruise will zusammen mit einem mitfliegenden Produzenten den ersten Spielfilm im Weltraum drehen. Dazu gab es aber, soweit ich das mitbekommen habe, keine neuen Informationen mehr. Die Mission ist, soweit ich weiß, für Herbst diesen Jahres geplant. Professionell begleitet wird die Mission durch Michael Lopez Algaria. Just der Astronaut übrigens, der durch Anousheh Ansari vom Weltraumtourismus erstmal überzeugt werden musste. Und bei dem aktuellen Tempo der Entwicklung in der Raumfahrt können wir, glaube ich, noch von ganz vielen Firsts in nächster Zeit ausgehen. Spontan würde mir da zum Beispiel das Dear Moon Project einfallen, das mit dem Starship von SpaceX im Auftrag von dem Milliardär Yusaku Maezawa eine ganze Reihe von Rekorden aufstellen wird. Bevor ich in die Verabschiedung gehe, möchte ich mich ganz herzlich bei Ineas bedanken, der wieder mal mein Skript korrigiert hat und mit seinem Wissen um einige interessante Fakten bereichert hat. Ein weiteres Dankeschön geht an die Discord-Moderatoren Martin, Patrick und Roman, die mich unglaublich unterstützen. Nicht nur, dass sie den Senkrechtstarter-Discord zu einem tollen Raum für uns Weltraum-Nerds machen, sondern außerdem sortieren die 3 bei jedem Livestream eure Fragen vor und versorgen mich mit News und Updates, die mir manchmal beim Quatschen entgehen. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Hilfe. Wenn du weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, Like da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns Montag. Bis dahin immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.